So, hier eine Beispielaufgabe zum Thema Verdünnung. Ich habe eine konzentrierte Schwefelsäure, die 2 Molar ist. 2 Molar bedeutet ja eine Konzentration von 2 Mol pro Liter. 10 Milliliter von nehme ich und verdünne sie mit 100 Milliliter Wasser. Und dann ist die Frage, welchen pH-Wert hat diese verdünnte Säure? Bei solchen Aufgaben, wo man ein bisschen nachdenken muss, wie man die Zahlen in die vorhandenen oder hoffentlich bekannten Formeln einsetzt, lohnt es sich auf jeden Fall, vielleicht sich auch eine Skizze zu machen. Und das möchte ich ebenfalls tun, indem ich hier mir zwei Bechergläser einzeichne bzw. Bilder dazu hole. Und zwar der eine Becherglas dient dazu, die Situation vor dem Verdünnen darzustellen und der andere die Situation nach dem Verdünnen. Also, ich habe am Anfang eine konzentrierte Säure, 10 Milliliter. Das soll dieses hier sein, konzentriert. Deshalb zeichne ich das Ganze sehr stark rot. Dann kommt ja Wasser hinzu, das heißt, ich habe mehr von der Säure. Allerdings ist die verdünnt. Also nicht mehr so stark rot. So, und dann schreiben wir noch dazu, dass wir ja Wasser dazu gegeben haben, nämlich plus 100 Milliliter Wasser. Bei solchen Textaufgaben sollte man sich auch immer dazu schreiben, was gegeben und was gesucht ist. Das heißt, wir haben hier ein Volumen von 10 Millilitern und hier haben wir dann nach der Zugabe, das wissen wir ja schon, dann 110 Milliliter. Das kann man aus der Aufgabe ganz schnell berechnen. Und dann habe ich ja noch eine Konzentration gegeben, nämlich die Säure hat vorher eine Konzentration von 2 Mol pro Liter. Das ist die Konzentration der Schwefelsäure. H2SO4. So, Aufgabe ist ja, den pH-Wert zu bestimmen. Moment, ein bisschen hervorheben. pH-Wertbestimmung, da gucken wir nochmal die Übersicht, die wir schon verwendet haben. Ich habe ja gegeben eine Konzentration und möchte den pH-Wert berechnen. Allerdings Konzentration der Säure zum pH-Wert, dann müsste ich also von unten nach oben gehen. Allerdings ist das Problem, ich will ja den pH-Wert hier berechnen. Also meine Aufgabe ist ja pH gleich Fragezeichen, also wie ist der pH-Wert? Und dazu bräuchte ich auf jeden Fall auch die Konzentration der Säure, wenn sie verdünnt worden ist. Das fehlt mir momentan. So, nun ist natürlich die Frage, wie komme ich denn auf die Konzentration der Säure nach dem Verdünnen? Das Problem ist, dass ich das so direkt eigentlich gar nicht berechnen kann, sondern ich muss wieder einen Umweg gehen. Denken wir mal daran, was hier mit dieser Säure ist. Diese Säure hat eine Konzentration von 2 Mol pro Liter. Und diese Molangabe oder beziehungsweise diese Konzentrationangabe bedeutet ja Mol pro Liter, Mol eine bestimmte Teilchenanzahl. So, wenn ich das Ganze jetzt verdünne, ist es ganz klar, dass die Konzentration geringer wird. Aber die Teilchenanzahl, die bleibt ja die gleiche. Ich habe hier aus meinem Vorratsgefäß eine bestimmte Menge an Schwefelsäure rausgeholt und die enthält eine bestimmte Menge an H2SO4 Molekülen. Und das steckt hinter dieser Teilchenanzahl. Die Anzahl der Teilchen, die bleibt ja unverändert, wenn ich Wasser dazugebe, denn ich gebe ja nur Wasser und keine neuen H2SO4 Teilchen dazu. Das heißt, ich muss im Prinzip bestimmen, wie viele Teilchen sind hier oben drin. Und dann kann ich auch berechnen, wie die Anzahl der Teilchen hier unten ist. Die ist nämlich gleich. Und aus dieser Teilchenanzahl
kann ich mit dem neuen Volumen dann die Konzentration bestimmen. Das heißt, ich brauche hier, und deshalb habe ich auch Platz gelassen, die Stoffmenge an H2SO4, die hier enthalten ist. Das ist mein zweiter Wert, den ich berechnen muss. So, zur Erinnerung nochmal eine Formel. Ja, das machen wir vielleicht auf einer extra Seite. Ich habe ja die Formel für die Konzentration und die lautet C ist gleich N durch V, also Stoffmenge, das ist eben die Einheit Mol, durch Volumen Liter. Nur nochmal zur Erinnerung, das ist ja der gelöste Stoff, den ich in meinem Lösungsmittel löse und dieses V steht eben für das Lösungsmittel. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man das richtige V nimmt, also das richtige Volumen, wenn es mehrere gibt. So, gucken wir noch mal kurz zurück. Waren wir bei der Aufgabe? Wir hatten ja eine Konzentration gegeben und wir haben auch das Volumen. Also können wir mit dieser Formel dann die Stoffmenge berechnen. Dazu muss ich die Formel umstellen, nämlich nach dem N. Und dann habe ich hier N ist gleich C mal V. So, diese Formel kann ich jetzt verwenden und berechne dann hier was mache ich? Blödsinn. Ich will ja nicht die Konzentration berechnen, die ist ja gegeben, sondern ich will die Stoffmenge berechnen. Also N ist gleich, was war die Formel? C mal V, also Konzentration 2 Mol pro Liter mal das Volumen. Das sind 10 Milliliter. Muss ich aber in Liter umrechnen, damit ich hier die Einheiten wegkürzen kann. Das wären also 0,00. Nee, das war zu viel. Ein Hundertstel. Ja, nochmal zur Erinnerung, 10 Milliliter. 1 Liter sind ja 1000 Milliliter. 100 Milliliter sind ein Zehntel, das wäre 0,1. Und 10 Milliliter sind ein Hundertstel, also 0,01 Liter. So, die Liter lassen sich kürzen und dann habe ich N ist gleich 0,02 Mol. So. Da eben die Anzahl der H2SO4-Teilchen gleich bleibt, ist ja unten hier die Stoffmenge auch die gleiche. N ist gleich 0,02 Mol. So, und dann kann ich mit der Formel zur Konzentration natürlich auch wieder die Konzentration berechnen. Blick zurück, Konzentration, Stoffmenge durch Volumen. Also C ist gleich N durch V, ist also 0,02 Mol durch mein neues Volumen. Das sind die 110 Milliliter. Das wären also 0,11 Liter. So, mit dem Taschenrechner habe ich das nebenbei ausgerechnet. Da kommt hier als Ergebnis so ungefähr 0,18 raus. Also genauer ist es eigentlich 0, Periode 18. Und das ist ja die Konzentration der Schwefelsäure. So, jetzt möchte ich ja oder ich soll ja den pH-Wert berechnen. Das heißt, ich muss hier weiterrechnen von der Konzentration der Säure auf die Konzentration der H3+-Ionen. Hier muss ich ja mal nehmen, und zwar muss ich dann mal nehmen, wenn ich eine Säure habe, die mehr als ein Proton abgeben kann und bekomme dann die Konzentration der H3O+-Ionen. Bei der Schwefelsäure ist es ja so, Schwefelsäure H2SO4. Hier
wegen den 2 da muss ich also auch hier mal 2 rechnen. Und dann habe ich eine Konzentration an H3O plus von doppelte von hier drüben mal 2. Und das sind dann ungefähr 0,36 Mol pro Liter, habe ich hier vergessen. Mol pro Liter. So, das da oben, das brauche ich nicht, ist nicht gefragt. Und dann reicht es, wenn ich eben hier das berechne. Fehlt noch der pH-Wert. Also pH. Und ja, den pH-Wert berechne ich ja nach der Formel der negative 10er Logarithmus von der Konzentration der H3O-Plus-Ionen. Und hier vielleicht nochmal dazu. Und dann, wenn ich das im Taschenrechner eingetippt habe, kriege ich einen pH-Wert von 0,44. Also doch noch recht sauer, obwohl es verdünnt worden ist. So, zur Erinnerung, wir sind ja jetzt eigentlich fertig, möchte ich gerade nochmal hier Pfeile einzeichnen, wie wir das gemacht haben. Die zwei Sachen oder das da und das war gegeben, zumindest indirekt. Können wir vielleicht auch nochmal gerade einkreisen. Also das ist, was gegeben war. Das war gegeben und es war das hier gegeben. Und gerechnet habe ich jetzt so, dass ich aus diesen zwei Werten das hier berechnet habe. Das da war gleich, brauchte ich nicht machen, weil es eine Verdünnung ist, verändert sich die Stoffmenge der Schwefelsäureteilchen nicht. Auf die Konzentration bin ich gekommen, indem ich die Stoffmenge und die neue, das neue Volumen genommen habe. Von hier nach hier war das hier. Da musste ich mal 2 rechnen, wegen der 2 H's, die Schwefelsäure abgeben kann. Und von hier nach hier, das ist ja mit dieser Formel negative 10er Logarithmus. So, vom Prinzip her laufen solche Verdünnungsaufgaben immer ähnlich ab. Das Wesentliche ist eben, dass ich hier auf die Stoffmenge irgendwie kommen muss, denn die bleibt eben verdünnen, beim Verdünnen unverändert. Und dann haben wir ansonsten nur solche Rechenaufgaben, wie wir sie eigentlich schon vorher gemacht haben. So, ihr solltet jetzt natürlich auf jeden Fall diese Aufgabe vielleicht nochmal selber nachrechnen und dann noch ein paar weitere Aufgaben dazu rechnen.